Ich bin hier sozusagen in Sichtweite zum Stadion, zur Commerzbank Arena. Hier nebendran ist ein großes Fest, natürlich von großer Feieratmosphäre rund ums Stadion. Heute zumindest, was die Eintracht angeht, nicht allzu viel zu spüren. Man hat eben schon gemerkt, die Mannschaft ist um 10 Uhr für eine halbe Stunde zum Auslaufen, zu einem kleinen Wald-Jogging-Spaziergang rausgekommen, dass die Köpfe etwas unten hingen, aber das ist ja auch klar. Wer schüttelt sowas wie gestern ohne weiteres aus den Kleidern? Also keine öffentlichen Einheiten von Montag bis Mittwoch. Das ist natürlich eine bewusste Maßnahme, weil man auch hier nicht die Möglichkeit bieten will, ein bisschen zu viel im Vorfeld dieses Spiels gegen Nürnberg zu verraten. Niko Kovac wird sicherlich da auch in der Ansprache die richtigen Worte finden, um die Mannschaft wieder auszurichten. Das ist ihm ja auch schon zuletzt ganz gut gelungen. Aus einer aussichtslosen Situation hatte die Mannschaft erst in diese jetzige Situation wieder hineingeführt. Wie hat der Trainer auf dich gewirkt? Er gibt sich ja immer sehr kämpferisch, hat das ja auch vorher schon gesagt, wir geben nie auf. Und wie wird vor allen Dingen auch der Gegner Nürnberg von ihm gesehen? Ja, der Trainer selbst hat sich heute Morgen nicht geäußert. Der wird morgen nochmal via Öffentlichkeit sprechen. Er hat heute aber die Mannschaft vor dem Training nochmal zur Seite genommen und auch gleich, wie schon gestern auf dem Spielfeld nach dem Abpfiff in Bremen, aufbauende Worte an das Team gerichtet. Bruno Hübner wollte sich da nicht so ganz konkret in die Karten schauen lassen, was der Trainer der Mannschaft gegenüber gesagt hat. Aber er hat ja so ein paar taktische Kniffe drauf. Das hat er vor 3 Wochen gezeigt, als er die Bilder von 99 nochmal eingespielt hat, an das Wunder von 99 erinnert hat. Und ich glaube, auch in diesen Tagen wird er sich wieder was einfallen lassen, um dann eben ja, die Mannschaft in die Spur zu bringen. Und gerade diese mentale Geschichte, schon aus einer aussichtslosen Situation einmal zurückgekommen zu sein, die könnte auch dann am Ende gegen den Club entscheidend sein.